Willkommen zurück, eine neue Folge Motorsport Manager. Wir haben in der letzten Folge die erste Saison 2016 abgeschlossen, beendet, unser Auto neu konfiguriert bzw. neues Auto gebaut, weiteres Scouting durchgeführt, unser Hauptquartier mit einem Wetterzentrum versehen, was wir jetzt gleich beim Russland Grand Prix merken werden, wie das Auswirkungen auf Vorhersagen hat. Und was war es noch? Ja, schon die Managementregelungen für das erste Rennen jetzt am Schwarzen Meer getroffen. Jetzt werden wir in den Grand Prix reinstarten. Wir haben ja unseren Vorgesetzten vorgeschlagen, auf Platz 7 zu landen in dieser Saison, in den ganzen Rennen. Das heißt, meine Vermutung liegt nahe, dass wir wieder Platz 13 erreichen können, um die Boni mitzunehmen vom Sponsor. Also werden wir das auch auswählen. So, unsere Fahrer sind ja einigermaßen zufrieden mit dem Fahrzeug. Noch ist es ja nicht eine Granate, aber ich denke, es ist besser als voriges Jahr. Mal sehen. Wir werden es jetzt im Russland Grand Prix das erste Mal testen. Es wird ein ganz normales Zwei-Stop-Rennen. Das heißt, wir haben lediglich den Nachtankenvorteil von Kinney und den Vorteil, dass Kinney höchstwahrscheinlich keine Teile reparieren muss, weil wir diese mit der Zuverlässigkeit schon sehr stark gepusht haben. Leider können wir den Bonus des Krankenpflegers bei Lola nicht einsetzen, weil sie sich mit ihrem Mechaniker verkracht hat, durch ihre zeitliche Charakterveränderung, die noch andauert. Das heißt, bei ihr müssen wir höchstwahrscheinlich dann Teile auswechseln. So, wir machen unser Standard-Setup, um den Pay-Driver-Bonus von Ines mitzubekommen. Und gucken schon mal ein bisschen im Setup, was wir verändern können. Mal sagen 26,5, ein bisschen weicher, ein bisschen kürzer. Und wie ihr seht, okay, es ist die Hälfte des Trainings jetzt bereits als Vorhersage sichtbar und wir sehen, es bleibt erstmal für die Hälfte des Trainings trocken. Gut, 6 bis 8 Runden, 8 bis 10 Runden. Jetzt war die Frage, wie viele Runden wird denn jetzt hier gefahren? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber da hier definitiv ein sehr hoher Reifenverbrauch ist, gehen wir dann doch mal noch auf die härtere Reifenmischung, auch wenn unser Auto sehr gut mit den Reifen umgeht. Gut, das ist sogar ein bisschen zu viel vom Setup, okay. Gut, mal schauen, müssen wir bestimmt noch ein bisschen umändern. Es könnte möglich sein, dass wir nur 6 Runden fahren müssen oder so mit den Reifen. Mal gucken. Muss ich beim nächsten Mal mehr drauf achten. Bitte rausfahren. Das werden wir dann gleich beim Rennen sehen. Okay. Training geht los. Die übliche Verfahrensweise legen wir an den Tag. Es werden Runden gedreht. Hier oben gewinnen wir an Setup-Wissen für unsere Reifenart und für unsere Session-Art. Das heißt in dem Fall Renntrim und weiche Reifen, also die härtere der beiden Reifenmischungen. Ne? Hier gibt es sehr weich und weich. Und jetzt werden wir gleich einen Eindruck kriegen, wie wir denn von der Geschwindigkeit her sind. 1,14,9.
Und die Besten sind schon mal 1,5 Sekunden schneller als wir. Okay. 2,2 Sekunden schneller. Aha. Also es scheint wohl so, dass unsere Investition ins Grundsetup des Autos jetzt nicht gerade performancetechnisch gut gelungen sind, weil wir sind wieder am Ende des Feldes. Was bedeutet, wir müssen sehr gut strategisch vorgehen. Okay. So, machen wir weniger Abtrieb, weil wir das beim Partnerauto gesehen haben. Gehen hier mal auf eine harte Einstellung und längere Konfiguration. Und hier sieht das Fahrverhalten schon sehr gut aus. Müssen hier auch auf eine härtere Konfiguration gehen und längere Übersetzung. Okay. Nach 3 Runden sind die Reifen auf 60% runter. Das heißt, nach 6 Runden sind die Reifen quasi tot. Also sind wir zumindest bei der Reifenwahl schon mal auf die richtige Wahl getroffen. Oder haben die richtige Wahl getroffen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir wirklich so viel langsamer sind als die anderen Fahrzeuge. Vielleicht hätten wir doch im letzten Jahr die Fahrzeugteile stärker entwickeln sollen. Okay, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir werden dieses Jahr definitiv Fahrzeugteile entwickeln. Und müssen jetzt zusehen, wie wir auf den gewünschten Performanceplatz kommen. Okay, das Training bleibt komplett trocken. Kriegen wir noch die dritte Wissensstufe? Wird knapp. Setup muss dafür jetzt schon passen. Ah, hier müsste man noch was verändern. Ist aber schon auf 96%. Okay. Dann gehen wir noch mal ein Stückchen härter. Ne, das nicht. Ja, Reifendruck. Okay. So, mal sehen, was in den 40 Sekunden noch an Wissen generieren können, ob das ausreicht, aber es sieht knapp aus. Nein, das hat ganz knapp nicht gereicht. Ist okay. 2 Stufen sind ganz gut. Setup sieht gut aus. Aber unsere Performance sieht schlecht aus. Wir sind auf den letzten Plätzen. Na gut. 2,2 Sekunden Rückstand. Okay. Mit den anderen 2 Teams sind wir hier ganz hinten. Und dann ist schon ein Riesenabstand nach vorn. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer. So. Startreihenfolge. Ist die jetzt nach der letzten Saison oder ist die randommäßig? Startplatz 6 und 10. Ja, das sieht man mehr nach random aus. Kine war ja voriges Jahr besser platziert. Okay. So. Könnten den Motor-Modi reinnehmen. Und Rennexperte, sodass der Motor nicht ganz so in Mitleidenschaft gezogen wird. Und hier natürlich unser Nachtanken und ebenso Renntrim. So, die erste Hälfte des Rennens bleibt definitiv trocken. Konfiguration stimmt. Treibstoffmenge 8 Runden. Wir müssen 18 Runden fahren. Okay. Das heißt, wir brauchen definitiv weiche Reifen. Marschwert 7 Runden.
Okay, nee, die 8 Runden. Beziehungsweise wir werden höchstwahrscheinlich 6 Runden. 6 und 7 Runden fahren. Da wir jetzt besser in der Treibstoffhistorie sind, können wir das, denke ich, auch so einstellen. Das heißt, Marsch fährt 3 mal 6 Runden und Kinney am Anfang 7 und dann auch immer 6 Runden. Oder 7, 6 und 5. Okay. Von der Geschwindigkeit her. Wir starten erstmal etwas aggressiver und schauen uns dann an, wie der Reifenverbrauch ist, wie unsere Teile sich entwickeln und so weiter. So. Der Start sieht schon mal ganz gut aus. Wir konnten Positionen gewinnen. Marsch ist auf Platz 9 vorgekommen, Marsch auf Platz 5 vorgekommen, Kinney auf Platz 9 vorgekommen. Jetzt ist die Frage, wie gut können wir gegen die besseren Fahrzeuge standhalten oder wie lang zumindest. Und wie können wir unsere Teile schonen? Wie ist unser Reifen- und unser Spritverbrauch? So, wir haben jetzt ja, gut 1,1 Runden an Spritverbrauch, 13% an Reifenverschleiß mit dem derzeitigen Setup. Reifentemperatur ist jetzt auch nicht so schön anzusehen. 13% pro Runde. Wenn wir 6 Runden fahren wollen, sind wir genau bei 75%, nee, 78%. Das sollte sich ausgehen, zumindest was Marsch anbelangt. Was Kinney anbelangt, mit 7 Runden wird es ein bisschen eng. So, derzeit sind wir auf Rang 11 und 12. Heißt, wir sollten wahrscheinlich bei Kinney mal ein bisschen runterschalten, was den Reifenverbrauch anbelangt. Und wir müssen jetzt definitiv schon vom Sprit her auch runterschalten, dass wir unsere. Obwohl, nee, brauchen wir nicht. Wir sind in Runde 4. Ne, wir müssen runterschalten. Weil wir müssen ja bis inklusive Runde 6 fahren, okay. Was zumindest positiv ist, wir sind jetzt nicht direkt nach hinten durchgereicht worden und verlieren Sekunde um Sekunde. Jetzt kommt schon der erste an die Box, oder die ersten beiden sind an der Box. Einer muss sogar schon reparieren, 3 Fuß. Und Abeloa ebenfalls an der Box. Wir haben zumindest schon mal den Vorteil, dass wir im Feld mitfahren können. Also wir scheinen nicht ganz so langsam zu sein, wie es im Training den Anschein hatte. So, jetzt gucken wir doch mal. Es zählt quasi das Benzin, was wir noch im Tank haben, wenn wir an der Boxeneinfahrt sind. 1,0, 0,9. Ja, wir müssen dann doch ein bisschen Benzin sparen mit Marsch. Kinney hat noch eine Runde, um ein bisschen Benzin zu sparen. Okay. Gut. Marsch wird jetzt an die Box kommen. Es bleibt weiterhin trocken. Und wir tanken für 6 Runden auf. Die Teile sehen ganz gut bisher aus. Geringes Risiko beim Boxenstopp, bitte.
So, das sollte vom Sprit her jetzt ausreichen, hoffe ich. Komma 24. Jetzt wird noch mal richtig Sprit verbrannt auf dieser Geraden. Ja, es hat gerade so ausgereicht. Okay. Das heißt, Kinney wird auch noch mal ein bisschen Sprit jetzt sparen. So, erster Boxenstopp der Saison. Ah, und da gibt es schon den ersten Fehler beim Nachtanken. Ah, oh, das kann doch nicht wahr sein. Boxenstopp 15,3 Sekunden. Sehr langsamer Boxenstopp. Okay. So, Kinney kommt jetzt rein. Weiche Reifen. 6 Runden Sprit. So, Marsch zurückgefallen auf Platz 15 durch den Fehler beim Boxenstopp. Und Kinney kommt jetzt ebenfalls an die Box. Sprit hat ausgereicht. Sehr gut. So, jetzt bitte nicht nochmal einen Fehler. Schneller Boxenstopp, 8,7 Sekunden. Und Kinney kommt auf Platz 9 erstmal wieder aus der Box heraus. Okay. So, damit waren jetzt alle Fahrzeuge einmal an der Box. Und wir schauen mal, wie wir uns jetzt performancetechnisch nach dem ersten Boxenstopp so halten können. So, die Reifen sind schön vorgewärmt, das heißt, da ist mehr Grip da. Oh, jetzt haben wir aber in einer Kurve gleich mal 3 Positionen auf der folgenden Geraden, dann auch noch die 4. Position verloren. Derzeit finden wir uns auf Rang 12, 12, 13, 13 und 14 wieder. Okay. So, Dreifuß ist das zweite Mal in der Box und muss schon wieder reparieren. Das heißt, die wird keine Gefahr darstellen. Die sollten wir im Griff haben, weil die wird dann noch einen dritten Boxenstopp machen und ist quasi jetzt schon überrundet. So, nächsten Boxenstopps stehen an. Das werden jetzt alles Boxenstopps von Personen sein, also Rogers zumindest, die 3 Boxenstopps machen. Das heißt, die sollten wir hinter uns lassen können. Wir wollen jetzt gern hier an dem Feld dranbleiben, weil von Platz 5 bis Platz 13 bis zu uns sind es gerade mal 3 Sekunden Abstand, ne? Wir sehen hier vorne den Platz 5 sogar schon. Oder noch. Das heißt, wenn wir jetzt dranbleiben und ein Großteil von denen geht jetzt an die Box, dann können wir jetzt die Motormodi hochstellen, richtig Gas geben und hoffen, dass wir mit einem sogenannten Overcut, also durch das längere Draußenbleiben mit einem leichteren Auto, weil es ja hier Nachtanken gibt, Zeit rausfahren können, um dann nach unserem Boxenstopp vor den Personen wieder auf die Strecke zu kommen. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Es bleibt während des gesamten Rennens trocken. Okay. Und Marsch schicken wir jetzt in der nächsten Runde in die Box. Leider wird sie noch von jemandem überholt. Aber okay. So, wieder 6 Runden. Und wir gehen einfach das Risiko ein, reparieren nichts. Sie soll dann mit den Teilen etwas haushalten. Die Teile von Kinney sehen noch ganz gut aus. Und Larsen jetzt auch an der Box, der Teile reparieren muss.
Wir sind immer noch in Reichweite von Platz 5. Auch wenn wir langsamer sind als die Fahrzeuge um uns herum, aber wir konnten ganz gut mithalten. So, Bao Tang hat jetzt einen Unfall gebaut. Das Safety Car ist rausgekommen. Und Kine wird jetzt dann auch an die Box kommen. Wir setzen sämtliche Teile auf 0, so dass wir Sprit sparen, Reifen sparen, unsere Teile schonen. Marsch ist auf Platz 11 wieder rausgekommen. Kine derzeit auf Rang 7. So, kann uns das Safety Car etwas helfen? Wir bleiben definitiv an den Leuten hier so ein bisschen dran. Und wenn der Boxenstopp jetzt gut funktioniert, dann könnten wir ein paar von den Leuten überholen. Natürlich, die ersten hier haben jetzt natürlich auch die Vorteile, dass sie... dann doch das Getriebe von Kine. Dass sie auch unter Safety-Car-Bedingungen den Boxenstopp durchziehen konnten. So, mal gucken. Reifenstopp, sehr schön. Benzin, sehr schön. 8,2 Sekunden. Wir konnten einige Fahrzeuge überholen. Und kommen auf Rang 7 wieder auf die Strecke zurück. So, Marsch muss zusehen, wie sie mit den Teilen zurechtkommt. Wo ist das Safety Car überhaupt? Ah, da fängt es gleich den ersten ein. Es wird natürlich jetzt sämtliche Fahrzeuge wieder zusammenwürfeln, was nicht ganz so toll für uns jetzt ist, da wir da performancetechnisch dann doch etwas hinterherhinken. Engelhardt muss jetzt noch an die Box fahren. Den haben wir zumindest vom Boxenstopp her noch überholt. Auch Marsch hat ihn erstmal überholt. Und das Safety Car fährt dann diese Runde ein. Es werden jetzt alle an der Perlenschnur quasi aufgezogen. Und wir haben genügend Reifen gespart, dass wir dann voll angasen können. Die Frage ist, halten das unsere Teile aus? Bei Kine sollte es funktionieren. Wir haben dann noch 3 Runden, das müsste gehen. Bei Marsch wird es schwierig mit Getriebe und Motor. Aber wir müssen das Risiko definitiv eingehen. Derzeit sind wir Platz 6 und Platz 8. Und Rogers ist durch ein mechanisches Problem ausgeschieden. Der gibt jetzt hier Vollgas in die Box quasi. Was ist denn das für ein Bug? Jetzt überholt er quasi alle, um dann in die Box abzubiegen. Okay. Oh, die Teile lassen nach. Ja. Es hilft alles nichts. Wir werden jetzt hier Vollgas geben und hoffen, dass wir die letzten 3 Runden jetzt hier irgendwas machen. Kine, hallo, nicht einschlafen. Uiuiui, da hat sie aber richtig geträumt. Es sind 2 Sekunden, wo sie jetzt verloren hat auf dem Vordermann. Das darf jetzt hier nicht so passieren. Solche Sachen. So, die Frage ist jetzt, können wir in den letzten 3 Runden unsere Position irgendwie halten oder werden wir jetzt geschluckt von den ganzen anderen? Es sieht eher danach aus, dass wir nach hinten durchgereicht werden. Damit hätte uns das Safety Car eher Position gekostet, anstatt uns geholfen. Das wird jetzt hier richtig eng mit den Positionen.
So, noch zwei Runden. Wir müssen jetzt mit dem Benzin schon haushalten, aber wir können zumindest die Reifen noch richtig annehmen. Die Konkurrenz fährt uns einfach davon. So, Kinney hat Probleme mit dem Getriebe und Lola, da ist schon fast alles kaputt, aber wir fahren jetzt zu Ende. Platz 10 und Platz 11 derzeit. Am liebsten wäre es mir, das Rennen wäre jetzt schon zu Ende. Aber wir müssen noch eine Runde durchhalten. Hinter uns sind noch zwei Fahrzeuge ziemlich nah bei uns, die uns noch gefährlich werden können. Vor allen Dingen Lola Marsch muss sich jetzt definitiv wehren. Oh nein, die wird jetzt wirklich von den zwei Fahrzeugen noch geschluckt, ne? Ja. Okay. Kinney Rang 10, Lola Rang 13. Jetzt werden wir sehen, was das in der Teamwertung so ausmacht. Damit sind wir Platz 7, also gerade so die Vorgaben des Vorgesetzten erfüllt. Sponsorenziel haben wir erfüllt. Wir müssen definitiv an der Zuverlässigkeit arbeiten. Und wir brauchen auch schleunigst neue Teile, dass wir ja unsere Ziele weiter erreichen können. Okay. Platz 7. Wird schwieriger dieses Jahr. Gut, das Safety Car hat uns, ich denke mal, es hat uns eher geschaden als geholfen. Wir wären wahrscheinlich etwas weiter vorn gelandet, weil wir gerade mit Kinney durch die Boxenstrategie und das Nachtanken weiter vorn platziert waren. Aber okay, das ist das Rennen. Man muss mit jeder Sache zurechtkommen oder mit jeder Gegebenheit. Kinney wird jetzt natürlich immer schlechter auch. Von ihren Werten her. Das heißt, es gibt dann einiges zu tun in den nächsten Wochen. Wir brauchen eine neue Fahrerin. Wir brauchen einen zweiten Mechaniker mit Nachtanken. Und gerade bei neuen Fahrerin heißt natürlich auch, dass sich Johnny erstmal wieder an den neuen Fahrer gewöhnen muss. Das heißt, der Nachtankenbonus wird dann auch wegfallen. Außer wir kriegen den Fahrer vielleicht zum Ende der Saison. Okay, 1 Million Preisgeld. Hier nochmal, wer möchte die Ergebnisse der anderen Meisterschaften. Sehr schön, dass quasi Mercedes sich, wie heißt er denn gleich? Meint ihr, ich komme jetzt auf den Namen? Auf jeden Fall hier. Ja. Ihren Pay-Driver jetzt geholt haben. Okay. Das ist die zweite Meisterschaft und unsere Meisterschaft. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns auf den München Grand Prix vorbereiten. Ciao!